Zeichne mit mir für den Frieden. Gut, dann schalte ich gleich mal um zum anderen Bildschirm. Ja, und das ist jetzt auch völlig egal, ob ihr schon mal neurografisch gezeichnet habt oder nicht. Macht dann einfach mit, so wie ihr das versteht und wie ihr es könnt. Das ist alles kein Problem, das wird trotzdem wirken. Ich habe mir gedacht, wir machen jetzt wirklich so das ultimative Friedenszeichen, das Peace-Zeichen in die Mitte. Das ist der Fokus, also dass wir den Fokus auf den Frieden legen. Und wir werden jetzt diesen Frieden stärken, und zwar mit ganz, ganz vielen neurografischen Linien. Wer noch nie neurografisch gezeichnet hat, neurografische Linien sind einfach ausgedrückt geschwungene Linien, also runde Linien, die unregelmäßig sind. Und wir werden dieses Zeichen damit stärken und eben auch mit den Linien nicht durch das Zeichen gehen, sondern an den Linien von dem Zeichen entlang. Wir fangen an einer Seite an, gehen durch das Zeichen durch und mit der gleichen Linie gehen wir auf der anderen Seite wieder raus oder, wenn wir wollen, von unten nach oben oder von diagonal. Das ist ganz uns überlassen, und wir fangen jetzt einfach mal an, neurografische Linien zu zeichnen und auch dieses Zeichen, ja, etwas zu neurografieren und einzubinden in diese, ja, Feldlinien, die es nun mal sind und die uns unterstützen. Also das können uns vorstellen, dass wir aus dem allgemeinen Feld Unterstützung bekommen, dass wir aus dem Universum Unterstützung bekommen, dass wir göttliche Unterstützung bekommen, je nachdem, wie ihr das am liebsten, ja, betiteln wollt. Das ist völlig wurscht. Wir haben hier keine, ja, keine philosophischen Richtlinien, die wir irgendwie befolgen wollen, sondern jeder kann gerne das glauben, jede kann gerne das glauben, was sie möchte. Und eben, wir fangen immer wieder über diese Linien von dem Zeichen rundherum. Wir neurografieren das. Wir können auch gerne nochmal Linien nachfahren, die wir schon gefahren haben, können das Ganze verstärken. Und das machen wir jetzt eine ganze Weile. Und denken auch gar nicht so groß drüber nach, wo wir jetzt anfangen wollen, wo es durchgehen soll. Das macht der Stift dann schon ganz von alleine. Da kann man nichts falsch machen. Und wenn ihr gern einmal um das Peace-Zeichen herum neurografieren wollt, dann macht auch gerne das. Machen wir mal den Chat auf, damit ich merke. Ja, Frauke ist wieder gegangen, aber es gibt ja die Aufzeichnung dann, das ist kein Problem. Also wir können uns gerne vorstellen, dass diese universellen Energien, die wir jetzt auf dieses Blatt holen, durch diese Feldlinien den Frieden stärken, die Friedensbereitschaft stärken, dass, ja, die Kommunikation verbessern zwischen denjenigen, die, ja, eigentlich miteinander reden sollten.
die Leute unterstützen, die jetzt an allen möglichen Lösungsvorschlägen und Möglichkeiten arbeiten. Und wir neurografieren immer wieder rund um das Peace-Zeichen. Und je mehr Linien wir auf unser Blatt einladen, desto größer wird die Unterstützung, die wir für unser Projekt jetzt hier bekommen. Desto effektiver wird unsere Zeichnung. Und ihr seht bestimmt bei euch auch auf eurem Bild, dass das Peace-Zeichen jetzt immer kräftiger wird, sich vielleicht auch ein bisschen nach außen ausdehnt, weil immer mehr Linien dazukommen. Und das ist auch ganz gut so. Könnten wir jetzt noch eine ganze Weile so weitermachen, aber wir wollen es mal für jetzt genug sein lassen. Und diejenigen, die schon neurografisch gezeichnet haben, die wissen, dass jetzt die Abrundung kommt. Und dieses Mal möchte ich vorschlagen, die Abrundung vielleicht ein bisschen anders zu machen, als wie ihr es bislang gekannt habt. Wir wollen noch ganz viele Kreise integrieren in diesem Bild. Und zwar runden wir so ab, dass wir diese kleinen Zwischenräume, die sich überall zwischen den Linien gebildet haben, als Kreis nochmal rundherum fahren und die Ecken eben abrunden. Und dann entstehen noch viele, viele kleine Kreise. Und die engen Linien, die kann man gerne schwärzen. Und diese Kreise, die vielen kleinen Kreise, die stehen eben für die vielen positiven Dinge, die es trotzdem auch noch gibt in diesem Zusammenhang, für die Bemühungen und die Friedensbotschaften, die es auch überall jetzt gibt und die lauten Stimmen, die jetzt aufkommen,
auf allen Seiten des Konflikts und die vielen, ja, Handreichungen zwischen den Menschen. Und es soll auch für uns ja, ein Zeichen sein, dass wir eben auch in unserem Umfeld mit jeder kleinen, friedvollen Geste viel erreichen können, weil es dann einfach durch diese vielen, vielen kleinen, friedvollen Gesten eben eine große Wirkung hat. Und deswegen, ja, runden wir so ab, dass wir noch ganz viele kleine Kreise gestalten dadurch. Die Kreise müssen nicht exakt rund sein, das können auch gerne Ellipsen sein oder andere, ja, runde Formen. Es muss nicht perfekt sein, es geht darum, für was es steht und ja, was es dadurch vermehren soll. Und so runden wir erst um das Friedenszeichen herum ab und gehen dann davon ausgehend nach außen. Und ich denke mir, jetzt in der jetzigen Zeit ist es auch wichtig, darauf zu achten, wie wir jetzt miteinander umgehen. Also ich habe die Erfahrung gemacht oder die Erkenntnis gewonnen, dass wir durch diese letzten 2 Jahre, durch die wir alle gegangen sind, insgesamt der Ton etwas rauer geworden ist, dass man leider nicht mehr das sagen darf, was man vielleicht denkt, ohne gleich, ja, mit Aggressivität ja, konfrontiert zu werden. Und dass wir jetzt halt einfach auch mit jedem kleinen Kreis, den wir hier machen, dran denken, dass wir auch in unserem eigenen Umfeld friedvoll und friedfertig miteinander umgehen und ja, einfach auch wieder toleranter sind anderen gegenüber. Und wenn ihr merkt, es fehlt noch irgendwo ein Kreis, dann zeichnet den einfach dazu und integriert den in eurer Zeichnung mit Abrunden. Also sollen einfach überall dann runde
runde Verbindungen geschaffen werden. Können auch in jedem kleinen Kreis, den wir so bilden, einen positiven Gedanken integrieren, uns was Positives vorstellen, einen guten Wunsch integrieren. Uns vielleicht auch überlegen, wo gibt es bei uns in unserem unmittelbaren Umfeld jemanden, mit dem wir gerade nicht so gut klarkommen, vielleicht auch im Streit liegen, ob es eine Möglichkeit gibt, sich zu versöhnen. Weil ich bin der festen Überzeugung, je mehr positive Versöhnungsenergie in der Welt ist, egal wo, das hilft sicherlich.
Wichtig ist, zwischendrin immer wieder durchzuatmen, ganz tief zu atmen, so auch die eigene Spannung rauszulassen. Gerne auch sich selber zu beobachten, wie geht es mir, wenn ich da jetzt alles abrunde, quasi alles harmonisiere zu diesem Thema, wenn ich ja für jeden einzelnen Kreis mir denke, es ist ein guter Gedanke, es ist ein Wunsch, den ich in die Welt hinauslasse, zu beobachten, wie es mir dann damit geht. Wenn ihr einmal um das ganze Peace-Zeichen euch herumgearbeitet habt, herumgezeichnet habt mit euren ja, Kreisen und guten Wünschen, Bobbles, Bubbles, dann macht ihr in der Peripherie einfach weiter. Also wir überziehen jetzt dieses Bild mit diesen kreisrunden Abrundungen.
Wir knüpfen jetzt quasi ein Netz mit all den guten Energien, die zu diesem Thema jetzt auf unser Blatt gekommen sind, all den Hilfen, die es vielleicht gibt, die verknüpfen wir jetzt und machen sie dadurch nur noch stärker. Durch die vielen Kreise, die wir zeichnen, laden wir sie mit positiver Energie auf, mit Harmonie. Und bitte immer tief atmen zwischendrin. Es ist ein anstrengender Prozess und da ist gut, wenn man atmet, die Emotionen wieder fließen lässt, nicht den Atem anhält, weil es vielleicht ein zu ernstes Thema ist, sondern alles fließen lässt. Und selbst die, die mit Neurografik jetzt noch nicht so vertraut sind, die wissen ja sicherlich auch aus eigener Erfahrung oder eigener Anschauung, dass wenn man gemeinsam etwas Positives denkt und gemeinsam betet, gemeinsam meditiert, dann verstärkt man die Energie des Einzelnen dadurch, dass es ja mehrere sind, die das Gleiche machen. Genauso ist es jetzt in der Neurografik, die wir gemeinsam zeichnen. Verstärken wir dadurch die guten Wünsche und
die positive Energie, die in die Welt hinausgeht dadurch. Durch die vielen Kreise und das viele Abrunden tun wir auch uns selber etwas Gutes. Die ganzen, ja, verzweifelten Gedanken, die wir vielleicht hegen zu diesem Thema, können wir ein bisschen abrunden, ein bisschen weniger spitz machen, ein bisschen weniger verletzend machen uns selber gegenüber.
Und immer wieder tief durchatmen. Wie geht's euch denn bei der Arbeit? Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne in den Chat kurz was reinschreiben, wie es euch geht. Ja, Petra, ich bin flott, aber ich habe auch schon ein paar Linienkilometer mehr gezeichnet als du. Ich habe ein bisschen einen Vorsprung, aber du weißt ja, du kannst ja deins in Ruhe dann selber noch beendigen. Es ist ja nur wichtig, dass ihr wisst, welche Schritte aufeinander folgen. Hat etwas angespannt, Carola. Ja, bitte atme. Wirklich ganz viel atmen und das Angespannte gibt sich hoffentlich dann, wenn das alles abgerundet ist. Weil dieses Abrunden sehr, sehr entspannt, also dich und auch das Thema, zu dem du arbeitest. Die Caroline sagt, ich bin auch wesentlich langsamer, aber es beruhigt. Ja, das freut mich. Das ist ja, das war auch das Ziel unter anderem, dass die Zeichnung oder die Möglichkeit zu zeichnen manchem vielleicht auch so ein bisschen einen Anker gibt. Und bei der Anspannung wirklich atmen. Kirstin sagt, ich finde, ist der Mühsam heute sehr schwierig. Mhm. Ja, das ist das Thema. Aber auch da hilft nur Abrunden. Und ich denke mir auch dadurch, dass wir so viele Kreise in dieses Bild hinein integrieren, macht es dann am Schluss leichter. Und auch gerne mal was trinken zwischendrin. Viel Wasser trinken. Ich meine, es ist ein schwieriges Thema. Wir sind da emotional sehr betroffen davon. Und es ist ganz klar, dass es dann vielleicht schwieriger geht als mit den Themen, mit denen wir bislang uns beschäftigt haben, weil es eben auch so ein weltumspannendes Thema ist und auch so ja, ein grundsätzliches Thema. Eigentlich ist Krieg völlig unmodern. Also es ist was sowas von antiquiert. Man kann eigentlich andere Möglichkeiten finden, um Konflikte beizulegen und ich habe die große Hoffnung, dass das auch noch passiert, weil das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und wir können halt Konflikte beilegen oder dazu beitragen, indem wir abrunden, so, ja, so simpel es sich vielleicht auch anhört, aber es ist trotzdem eine Arbeit, die auch im Großen hilft. Melpomene sagt, mir drückt das jetzt endlich die Tränen raus. Ja, lass es fließen. Bei mir ist ein Strich durch ein inneres Peace-Feld gerutscht. Ist das schlimm? Für mich sieht es gut aus. Ja, sieht es gut aus. Ja, dann macht es so, dann integriert es einfach das, Petra, das passt schon. Klar. Ja. Ja, Mini, das sind einfach so die Emotionen, die dürfen raus und wir
tun ja ganz viel dafür, dass es dann sich auch in was Positives für uns umwandelt. Auf jeden Fall bin ich sehr glücklich, dass ihr heute alle mit mir zeichnet. Bin ich euch sehr dankbar. Das freut mich, Petra. Ja, also ganz viele neurografische Trainerinnen und Trainer bieten im Moment was an. Ich war heute auch schon bei unserem Mastertrainer Jörg. Der hat auch eine wunderbare Zeichenanleitung zum Frieden gemacht. Also ganz toll. Ihr könnt das auf YouTube auch noch euch nochmal anschauen. Und auch andere Trainerinnen bieten Kurse, nicht Kurse, sondern Stunden Zeichnen für den Frieden an. Also wenn jetzt jemand dabei ist, Beate, ich habe vorher gesehen, du bist dabei. Wenn du was anbietest, schreib es gerne in den Chat, damit die Leute dann vielleicht auch zu dir dann noch kommen, wenn sie mögen und zeichnen. Also, oder Brigitte, wenn du was anbietest, dich habe ich vorher auch gesehen. Carola sagt, bei mir sieht es bei weitem nicht so aus wie bei dir. Macht nichts. Hauptsache, es ist rund und du hast viele Kreise integriert, dann ist alles schon mal super. Beate, du möchtest einen Gedanken teilen, okay? Dass die Vögel der Sorge und des Kummers über deinem Haupte fliegen, kannst du nicht ändern, aber dass sie Nester in deinem Haar bauen, das kannst du verhindern, aus China. Ja, genau, wunderbar, Beate, danke dir, super, ja. Ja, das muss ich gleich nochmal lesen. Dass die Vögel der Sorge und des Kummers über deinem Haupte fliegen, kannst du nicht ändern, aber dass sie Nester in deinem Haar bauen, das kannst du verhindern. Ja, wunderbar. Danke dir. Ach ja, genau. Deswegen zeichnen wir. Ja, mir war das auch ein großes Anliegen, heute zu zeichnen, mit euch zu zeichnen. Finde ich ganz wunderbar, dass ihr da mitmacht. Weil man muss dem Ganzen was Positives entgegensetzen. Man muss sich selber auffangen und positive Energie in die Welt hinausbringen.
all diejenigen, die jetzt vielleicht emotional sehr angespannt sind oder da alle möglichen ja, Emotionen hochkommen, die ja vielleicht auch nicht so angenehm sind, bitte versucht trotzdem bis zum, also das Abrunden fertig zu machen. Also das wäre ganz wichtig, dass ihr für euch eure Zeichnung abgerundet habt. Also gerade bei dem Thema, gerade wenn ihr ja emotional da sehr betroffen seid, rundet bitte ab. Und dann nach dem Abrunden könnt ihr gerne eine Pause machen. Ihr könnt es auch morgen erst weitermachen oder so. Aber es wäre wirklich wichtig, das jetzt abzurunden. Oh, Beate hat noch was geschrieben. Viktor Frankl hat Auschwitz überlebt, weil er sich mit sinnvollen und schönen Dingen beschäftigt hat. Ich halte es da mit dem Gedanken, den Pavel mal zitiert hat, von Dostojewski, die Schönheit rettet die Welt. Also zeichne ich schöne Bilder und gestalte schöne Gedanken, denn das liegt in meiner Hand. Eine gute Übung, dieser Konflikt, sich in Gelassenheit zu üben und nur den Vögeln zuzuschauen, aber keine Nester bauen zu lassen. Ja, ganz, ganz richtig, Beate, genau. Ja. Ich wurde auch letztens gefragt, ob man denn jetzt überhaupt noch die Zeit wäre, schöne bunte Bilder zu malen. Und da muss ich Beate einfach recht geben, jetzt ist erst recht die Zeit dazu. Also scheut euch nicht, schöne, bunte, neurografische Bilder zu machen. Genau, und dann schaut ihr euch eure Zeichnung an, ob dieses Friedenszeichen mit allen vier Rändern, mit allen vier Himmelsrichtungen gut verwoben, verknüpft ist. Wenn das nicht so ist, dann könnt ihr da gern noch ein paar Linien nach außen führen. Wenn ihr findet, es fehlen noch ein paar Kreise, dann zeichnet noch ein paar Kreise dazu. Also euer Friedenszeichen sollte gut verknüpft sein mit dem Rand, mit allen vier Rändern, mit allen vier Himmelsrichtungen, weil es geht ja alle an. Und alle helfen mit.
Ja, und wenn ihr dann das Gefühl habt, es ist genug, es ist genug Verknüpfung, genug Netz geknüpft, genug Verbindungen geschaffen, genug positive Gedanken hineingewebt, dann kommen wir zu den Farben. Und zwar ist es gut, wenn ihr Farbflüsse durch euer Bild fließen lasst, mehrere von diesen Zellen miteinander verbindet und ihr könnt auch gerne über das Peace-Zeichen mit der Farbe drüber gehen. Ich persönlich würde im Peace-Zeichen trotzdem noch weiße Bereiche lassen, einfach um ja, das Neue einzuladen, da mitzuhelfen. Dann auch nicht das ganze Blatt mit Farbe bedecken, sondern ungefähr ein Viertel weiß lassen, damit eben das Neue Platz hat einzuziehen. Und ihr nehmt einfach die Farbe, die euch gerade ja, gut tut, euch anlacht, mit der fangt ihr an und zeichnet oder bedeckt dann so viele ja, Zellen, malt so viele Flüsse mit der einen Farbe, wie ihr meint, dass es gerade nötig ist. Und wenn ihr sagt, okay, das ist jetzt genug von der einen Farbe, dann nehmt einfach die nächste. Und gern auch die Farben übereinander laufen lassen, übereinander zeichnen, damit sich eben neue Farben dadurch ergeben. Neue Farben, neue Möglichkeiten, neue Energien, die dadurch entstehen und diesem unserem Thema, den Frieden zu stärken, ja, das unterstützen. Diejenigen, die mit dem Abrunden noch nicht fertig sind, das ist überhaupt gar kein Problem. Ihr könnt jetzt gerne bei den Farben mitzeichnen und dann später eure Zeichnungen noch weiter abrunden. Oder ihr merkt euch jetzt das einfach, wie das ist mit den Farben und rundet in Ruhe ab und macht dann die Farben separat später. Also es gibt eben hiervon auch eine Aufzeichnung, die werde ich eben meinen Leuten mit dem Newsletter wieder rumschicken, dann den Link und auch irgendwie in Facebook wahrscheinlich stellen.
und auch bei den Farben, vor allem bei den Farben, auch gut atmen. Weil mit den Farben sind wir ja ganz weit weg vom Denken, da sind wir ja total in den Gefühlen drin. Und dass die halt wirklich gut fließen können und abfließen können, wird schön gut atmen. Katharina, Caroline sagt, soll das Peace-Zeichen innen ganz weiß bleiben? Also du kannst es schon ein bisschen mit Farbe anmalen, aber ich persönlich würde ganz viel weiß lassen in dem Peace-Zeichen. Aber einfach um da diese erstmal so diese Tiefe noch reinzubekommen, die ja dieses Thema hat und die Perspektive auch in die Zukunft und ja, das Neue eben einzuladen, dann da noch drin Platz zu nehmen. Aber so ein bisschen außenrum schadet sicherlich nicht.
Wie Günger sagt, liebe Ingrid, vielen Dank für diese tolle Möglichkeit, auf eine ganz andere Art Frieden beizutragen in einer Gruppe. Mir hat es viel Spaß gemacht. Wärmendes Gefühl, das freut mich, Günger. Ja, klar. Freut mich, dass du da warst. Und geht gern immer mit der neuen Farbe über alte Farben drüber, auch wenn ihr meint, dass diese Kombinationen hier überhaupt nicht funktionieren. Versucht es einfach mal, probiert was Neues aus. Lasst was Neues entstehen.
Ja, auch bei den Farben könnte man natürlich noch ganz viel länger arbeiten dran und Schicht über Schicht legen. Das könnt ihr auch gerne machen dann noch zu Hause, wenn oder danach, wenn ihr noch das Bedürfnis habt, dann noch weiterzuarbeiten, könnt ihr das gerne machen. Ich würde es jetzt erstmal soweit bewenden lassen und dann kommen noch die Feldlinien, also die großen Feldlinien. Das waren jetzt zwar auch schon alles Feldlinien, aber quasi jetzt nochmal so die ganz starken Feldlinien, die man einzeichnen kann, um dem Ganzen nochmal eine zusätzliche Unterstützung zu geben. Und die Feldlinien sollten doppelt so dick sein wie die Linien, die ihr bislang schon eingezeichnet habt. Genauso unregelmäßig und geschwungen wie die bisherigen. Sie können dicker und dünner werden. Sie müssen sich nicht an den Wegen, die ihr bislang gemacht habt, oder an den Linien, die ihr bislang gemacht habt, orientieren. Sie können sich daran orientieren. Wichtig wäre, dass Sie unser Peace-Zeichen mit einbeziehen. Ihr könnt nur eine Feldlinie einzeichnen oder auch mehrere. Ihr könnt sie schneiden lassen, ihr könnt sie sich verzweigen lassen, ganz wie es euch gerade zumute ist, was ihr so das Gefühl habt, was es jetzt braucht, wo sie denn hinfließen. Und keine Angst, die Feldlinien zerstören eure Zeichnung nicht. Das ist bei den Leuten, bei den Menschen, die noch nicht so viel oder gar nicht Neurografik
neurografisch gezeichnet haben oft das, die Befürchtung, aber die Feldlinien zerstören nichts, sondern sie geben ganz im Gegenteil eurer Zeichnung, eurem Thema, das, was ihr jetzt verstärken wollt, noch mehr Kraft. Ja, und ganz zum Schluss wird noch fixiert und ich denke mir, wir sind uns wahrscheinlich einig, dass wir das Peace-Zeichen fixieren. Das macht jetzt auch gar nichts, wenn die vielen kleinen, ja, Friedenskreise da übermalt werden, die haben trotzdem ihre Wirkung. Sind immer noch auf dem Bild. So, dann wären wir mit dieser Zeichnung fertig. Ja, und haben ein ganz schönes Stück geschafft, denke ich mir. Ich komme mal wieder zu euch zurück. Ja. Ja. Dann danke ich euch, dass ihr mitgemacht habt. Wenn ihr noch irgendwie was wissen wollt, was fragen wollt, gerne über den Chat oder dann eben auch mich dann später persönlich. Carola, es freut mich, dass es eine angenehme Erfahrung war. War das deine erste Neurografikstunde, die du mitgemacht hast? Ja, sehr gut, sehr gut.
Ja, wie ging es euch denn so? Regina auch, Dankeschön. Freut mich, dass du es toll gefunden hast. Wie geht es euch denn jetzt so nach dem Zeichen? Soll das Peace-Zeichen ganz durch die Fixierung nachgemalt werden? Das überlasse ich dir, Caroline. Das machst du so, wie es dir am liebsten ist. Aber eine ganz eindeutige Fixierung braucht dein Bild. Genau. Ja, wie geht es euch nach dem Zeichnen? Hat sich da irgendwas getan bei euch? Hat sich was verändert? Mögt ihr da irgendwas teilen noch? Also mir geht es sehr gut jetzt. Ich bin so, seltsamerweise ziemlich geschafft. Ja, Gemeinschaft tut gut, finde ich auch, Carola. Das ist ein wichtiger Punkt. Caroline sagte, Trauer hat sich in eher gute Erschöpfung gewandelt. Ja, genau so. So geht es mir eigentlich auch. Also man merkt, man hat wirklich viel gearbeitet. Man hat ja auch viel emotional gearbeitet, denke ich mir jetzt in diesen 1,5 Stunden. Also von daher, ja, gerne trinken und sich jetzt erholen. Kirstin, die schwierigste Stunde, ja, ziemlich erschöpft. Genau, ja. Carola etwas ruhiger geworden. Das freut mich. Das freut mich. Melpomene, ja, gerne. Sondersession. Sehr gut getan. Das freut mich. Ja, so, das war mein Ziel. Noch nicht fertig, Petra. Es fühlt sich an wie ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, wundervoll, gemeinsam zu zeichnen. Das finde ich auch. Ja, Beate, war sehr schön, dass du da warst, dass du reingeschaut hast in meine Welt. Iris, freut mich, dass du dabei warst. Hannelore, fühlst dich auch besser. Sehr schön. Ja, habt es gut, passt gut auf euch auf. Ja, verbreitet den Frieden. Also ihr könnt das gerne auch weitergeben, die Zeichnungen und vielleicht auch in Facebook posten, wenn euch danach ist. Wie auch immer. Also verbreitet den Frieden. Genau, Peace. Gerne, gerne. Einen schönen restlichen Sonntag wünsche ich euch noch. Okay? Bye, bye.